Was hast du gezeichnet? Einen verkrüppelten Elefanten. Ich verkrüppel mich auch. Nice. Okay. Ich hab so geschrieben. So? Okay. Perfekt. What did you draw? A flower. Perfect. Nee, go on. Go on. A flower. I just went from a gut instinct. Okay. Ich mache gerne psychologische Tricks und ich möchte gleich, dass du einfach etwas für mich malst, okay? Aber mal jetzt nichts mega offensichtliches wie ein Smiley oder sowas in der Art. Mach etwas, was immer noch einfach zu erkennen ist, aber schwierig für mich zu erraten. Okay, Sebastian? Ich drehe mich in der Zeit um. Du sorgst dafür, dass ich nicht hinschaue. Und wenn du fertig bist, zeig dein Bild in die Kamera und auch ihm. Der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Und wenn du fertig bist, nimm den Zettel raus aus dem Block. Und pack das einfach in deine Tasche, so dass ich nicht rankomme. Then take the piece of paper and put it in your pocket. And you can close the pad if you want. Und wenn du fertig bist, nimm den Zettel aus dem Block raus und pack den einfach in deine Tasche rein. Okay? Ja. Kannst den Block einfach zumachen, wenn du willst. Kann ich mich umdrehen? Ja. Perfekt. Guck, meine Aufgabe ist ungefähr zu erraten, mit Psychologie, was du gemalt hast. Am besten konzentrierst du dich die ganze Zeit darauf. Guck, ich mach das mal in die Kamera. Hier, schau da rein. Stell dir vor, ob du mehr kurvige Linien gezeichnet hast oder mehr eckige. Nichts laut sagen, nicht deine Lippen bewegen. Hast du? Das Erste, was ich empfange, ist viele Linien, aber mehr gerade Linien. Mehr gerade Linien hast du gezeichnet. Nichts Kurviges aber auch dabei. Es ist ein Mischmasch. Mal es in deinem Kopf. Mal es in deinem Kopf. Okay, siehst du, wie er die Augen bewegt? Da fängt er an. Ich gehe nach meinem ersten Gefühl. Ich weiß nicht, ob euch das was unbedingt sagen wird. Ich gehe wirklich nach meinem ersten Gefühl einfach was. Das ist das, was ich fange. Kannst du mir dein Bild zeigen? An was hast du gedacht? Das kannst du mir laut sagen. Ich habe so geschrieben. So? Okay. Perfekt. Kannst du mal nebeneinander halten? So. So, wie kommst du auf so? Das heißt, es ist schöner. Warum hast du an so gedacht? Keine Ahnung. Wenn ich was male, fange ich immer mit kurvigen Linien an und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwas malen sollte, wo was ergibt. Habe ich ein S gemacht. War super, Leute. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Danke dir. Du bist echt ein krasser Typ. Einfach nur darauf konzentrieren, ob da mehr kurvige oder mehr gerade Linien sind, okay? Komm mal näher. Ich gehe nach meinem ersten Gefühl. Relativ viele kurvige Linien, sage ich mal, aber auch... Warte, das Erste, was ich hier empfange, ist... sowas in der Art hier. Geh weiter, perfekt, mach weiter. Zeichne das Kopf im Bild. Zeichne das Bild im Kopf, meine ich. Okay, ich gehe nach meinen ersten Gedanken. Ich habe nicht die beste Malkünste, sag ich mal. Okay, das hört sich dann gut an. So, du kannst mir gleich, noch nicht jetzt, gleich kannst du mir verraten, was du gezeichnet hast. Kannst du den Zettel rausholen? Was hast du gezeichnet?
Den verkrüppelten Elefanten. Ich verkrüppel mich auch. Nice. Perfekt, also dein Elefant ist auf jeden Fall ein bisschen schöner als meiner. Ich wirklich. I'm not a good artist, okay? Maybe I can... Maybe it's something similar, I'm not sure. I see a lot of curvy lines like that. Maybe that makes sense to you. Maybe you use... Maybe it's something similar, I'm not sure really. Now you can tell me, what do you think of? Can you show me the picture? What did you draw? A flower! Perfect! Nee, go for it! I just went from the gut instinct. Okay. A flower makes sense. You're a very feminine type.